Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge in Ark Survival Evolved. Oh, wir sind hier immer noch mit der Toni unterwegs. Very, very nice. Endlich sind wir mal einigermaßen sicher. Und wenn wir hier auf die Karte gucken, sind wir von links nach rechts auf 65,2 und von nach unten auf 46 knapp. Das heißt, wir sind hier bei dem kleinen Fluss, der so nach rechts oben geht. Und dem werden wir einfach mal weiter folgen. Einfach mal gucken, wo wir da so rauskommen. Was es hier Schönes gibt. Hoffentlich wird es auch bald wieder Tag, dass wir hier ein bisschen was sehen. Aber es gefällt mir echt hervorragend, mal so sicher hier durch die Lande zu ziehen. Und eben einfach mal alles so ein bisschen anzugucken. Und da drüben kämpft ein Kano gegen den Ankylosaurus. Da mischen wir uns mal wieder flott ein, schnabulieren einfach mal beides weg. Es ist so brachiale Gewalt. Das nächste Ziel auf jeden Fall ist auch Richtung Rex. Dann hätten wir, glaube ich, derzeit die bösartigsten Tiere, was hier überhaupt vorkommen können. Und ich weiß nicht, ob das dann auch schon reicht, um die Brutmutter zu plätten. Da müssten wir dann noch ein bisschen ein paar Items sammeln, dass wir die beschwören können. Aber ich glaube, dass das machbar ist. Ich würde mir sogar jetzt so einbilden, dass das allein mit unserem Spino hier geht. Mit der Toni. Die ist nämlich einfach eine Urgewalt, das ist grandios. Wo sind wir jetzt? 38,7. Gucken wir mal kurz. 38,7. Ja, wir gehen immer weiter Richtung Norden gerade hoch. Wobei, ich wäre aber gerne ein bisschen nach rechts und dann so im Bogen nach oben rüber. Müssten wir noch mal ein kurzes Stück zurücksetzen. Ich würde mir einfach so gerne mal die komplette Insel ein bisschen anschauen. Es wird jetzt auch ein paar Folgen dauern, wo wir hier mit der Toni so ein bisschen durch rasen und hier alles niedermampfen, was überhaupt geht. Ist vielleicht von der Action her jetzt, ja, nicht das Nonplusultra, aber ich finde es auch mal interessant, wie hier die ganze Landschaft gestaltet ist. Und es gibt, glaube ich, auch ein paar neue Dinos wieder. Wasserfall. So, wenn ich es nicht besser wüsste. Also jetzt mal gucken hier. Indiana Jones mäßig. Hier gibt es keine Höhle. Bin ich jetzt schon ein bisschen enttäuscht. Es ist normalerweise immer hinter einem Wasserfall ist eine Höhle. Also das wäre jetzt vielleicht auch ein bisschen zu klischee-mäßig, das Ganze. So, schauen wir noch mal kurz auf die Karte. Ist nämlich irgendwo bei Latitude 30, ja, das ist noch ein bisschen. Dann hier hinten links abbiegen, dass ich den Seitenfluss entlang kann. Oh, da hängen wir. Ja, die ist halt ein bisschen groß gewachsen, unsere Toni. Ah, da vorne ist das links. Okay, ist ein. Also eigentlich ist die Insel ja riesig. Das ist ja abartig. Und ich glaube, ich werde der Toni noch ein bisschen Ausdauer spendieren müssen. War schon relativ flott unterwegs, aber die könnte noch ein bisschen länger durchhalten und auch was dann in Bezug auf Kämpfen. Nicht schlecht, es könnte aber ein bisschen besser sein.
wie das Schwein flieht. Da geht er mal gar nicht. Oh, wenn da jetzt der Baumschaden von 7 Days to Die drin wäre, dann wäre das Schweinchen platt. Wäre das Schnitzel schon geklopft. Wie hier alles gegen alles kämpft. Ich gegen überhaupt alles. Ja, jetzt sind wir einfach der King. Hat ein bisschen gedauert, bis wir so weit gekommen sind, aber irgendwann. Oh, und wir haben den schönen guten Morgen. Irgendwann zahlt sich die Beharrlichkeit aus. Aber jetzt geht's Richtung Osten ein Stückchen weiter. Und da hinten zappelt ein Schwein fröhlich vor sich hin. Aber wenn ich mir das hier so anschaue. Du hast es nicht anders verdient. Also ohne Witz hier. Hier wäre auch ein schöner Platz gewesen, um sich so die erste Basis aufzubauen. Zwar gehört das im Norden, soll es sehr gefährlich sein. Oh, aber bevor wir jetzt hier wieder den Fluss nach rechts unten oder nach unten weiter folgen, gehen wir einfach nach. Okay, da spinnt das GPS ein bisschen, das ist nur auf die Toni ausgerichtet. Eigentlich ein bisschen nach Westen weitergehen wollen. Ja, hier ist die Kollision ein bisschen spinnt. Spinnt ein bisschen. Jetzt sieht es relativ friedlich aus. Das ist erst ein bisschen komisch. Also wenn die seitlich in dich reinlaufen, dann blockieren die dich einfach. So, guck mal noch mal kurz, wo laufen wir denn hin? Noch nach Süden runter. Wo sind wir eigentlich? 54? 64. 64? Komisch. Ich laufe jetzt mal zu dem Turm. Machen wir es doch so. Gucken wir uns ein bisschen, was da an dem Turm so los ist. Und wir sparen uns halt auf den Rücken von der Toni ordentlich Essen und Trinken. Oh, Raptor. Es gibt schon auch wesentlich gefährlichere Gegenden, als in denen wir unser Lager haben. Wir sind ja da relativ safe unten, bis auf unseren Spino-Spawn-Punkt. Ah, wir machen den Weg frei. Wie schöne Wasserfall. Uns jetzt eigentlich angegriffen, weil die Musik kommen ist? Hm. Das ist hier die Einfahrt. Aber es gibt hier so viele schöne Orte. Hm. Da drüben geht's nach oben, das heißt, ich muss einmal komplett außen rum. Ich würde ja mal ganz so mit so einem harten Dino in irgendeine Höhle reingehen. Nicht immer nur zu Fuß mit so einer
läppischen, schwachen Flakrüstung. Ja. Ist schon gut. Was denn? Habe ich den gerade platt getreten oder wie? Cool. So, wie sieht's hier aus? Das wäre sogar der Eingang gewesen. Ich hätte nur einmal anscheinend ins Außen rumlaufen müssen, innen drinnen. Ja, die Toni hat so einen relativ großen Wendekreis. Und jetzt der Ungar hier einfach runterspringen. Ich weiß nicht, ob die sich da nicht einen Knöchel bricht und nicht, dass die uns hier draußen verstirbt, weil dann kann man uns sofort beerdigen lassen. Ich denke auch hier, wenn man jetzt oben neben dem Baum hier so sich eine kleine Hütte aufstellen würde am Anfang, das ist bestimmt auch nicht blöd. Da hinten erwartet uns ein Raptor, da unten war ein Kanu. Alles friedlich, dann gucken wir doch mal. Ach, hier kam auch die Brutmutter. Okay, wir brauchen da Megalodon, Tyranno, Argentavis, Sauropoden, Hunter. Okay, wir brauchen die ganzen Artefakte. Das ist eigentlich im Groben und Ganzen alles, was man braucht. Und dann halt hier noch ein bisschen Mobblut. Kann man, glaube ich, an jedem Obelisken die Brutmutter rufen. Also das ist jetzt nicht nur bei dem einen, wo wir waren. Das ist dann bei jedem. So, wir sind jetzt irgendwo so leicht rechts. Jetzt gehen wir einfach weiter in den Norden hoch. Packen wir noch unser Navi dazu aus. Einfach hier weiter lang. Oh, da müssen wir mal kurz eine Pause einlegen. Irgendwie ist das Wasser hier schon ein bisschen so ein bisschen brackwassermäßig. Gefällt es mir im Süden schon ein bisschen besser, wobei natürlich die Vegetation, glaube ich, auf der ganzen Insel gleich ist. Da dürfte sich nicht so viel nehmen. So könnte ich mir eigentlich die nächste Höhle auch raussuchen. Und Hilfe, ich sehe nichts. So, was sagt der Naviometer? So, der sagt, passt. Habe ich eigentlich Essen dabei? Essen hätte ich genügend dabei. Wenn mir jetzt halt eben einfallen würde, dass ich in eine Hülle hier rein will unterwegs. Das ist ja abartig, also Fleisch. Da müssen wir uns nicht mal einen Kühlschrank bauen oder so.
den jetzt platt machen hier. Da hängt uns das kleine Tier irgendwo zwischen den Zehen drinnen und wir können nicht mehr laufen. Das weiß ich eben nicht. Rad. Ah, okay, also Fallschaden kriegen wir. Ist jetzt nicht so tragisch, aber ich glaube, das war ganz am Anfang. Da ist es noch nicht gepatcht gewesen. Machen wir mal das Ganze wieder ein bisschen dunkler und saftiger. Ganz am Anfang ist das noch nicht gepatcht gewesen und da konnte man quasi auf den Dino überall runterhüpfen. Jetzt natürlich nicht so voll. Klar, da kann man hier einfach irgendwo hinlaufen und springt dann eben einfach runter. Also ein bisschen dämlich, aber haben sie ja gepatcht und von dem her passt es ja alles. Hier sind die Brüder Ankylosaurus. Unsere ist ja leider verstorben. Der ist hier im Flussbett festgebackt. Ja, was ist denn los? Greift uns an. Nichts. Nein. Komisch. Oh, Bronto-Steak. Ich glaube, da schneiden wir uns ein Stückchen Bronto-Steak ab. Yum, yum, yum. Ja, hier gibt es ein bisschen Rippchen. Müssen wir den mal hier wegschnabulieren, weil wir ein bisschen festgebackt sind. Gucken wir mal hier wieder in den rein. Ein bisschen nach rechts müssen wir. Hier lang. Oh, die Toni, die ist schon ganz, ganz dick und vollgefressen hier. Oh, hier sind die Mannies. Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel umschaue, hier sieht es doch relativ schön aus. Immer noch mal ein bisschen Mammutburger. Mir doch, dass der und seine Brüder nicht kommen, das wundert mich also. Und da wäre ein weißes Money. Und da ist ein Rex. Irgendwas dabei? Europodenvertebra. Ah, das ist, glaube ich, das, was im Bronto drin ist. Mizekatzes. Jetzt, die haben sich hier den Tyranno geschnappt. Ich glaube, ich häng. Das ist ja gigantisch. Das ist natürlich jetzt interessant noch, ein bisschen. Was ist denn hier mit den Tür? Au! Mega Katzen! Genau, so nicht hier. Asgeier. Erspinne ich denn hier? Die Katzen, die gehen auf.
auf Tyrannojagd. Oder vielleicht hat hier auch der Tyranno gemeint, der braucht ein kleines Katzensteak. Auch gut möglich. Hier ist jetzt schon richtig Wildlife. Oh, alles auf dem Haufen, ganz Katze, Geflügel, alles bitte, Fleischplatte. Dass die ja so schnell die Tyrannosaurus platt machen, das ist ja nicht beängstigend. So, wir sind jetzt hier rechts oben an dem Berg. Und hier geht immer richtig die Luzi ab. Metall wäre hier auch noch und nöcher, also. Das ist schon wieder kalt, also wir haben hier 8 Grad und unseren Steinzeithöhlenmensch, den friert schon wieder. Das ist. Es ist ja fast ein Trauerspiel eigentlich. Ich brauche ein bisschen Stamina. Ja, das ist beste Aktion. Gigantisch. Das ist eine riesen Insel. Und ich habe nämlich gehört, dass eigentlich im Norden soll so ziemlich das, die gefährlichste Region eigentlich sein. Weil ich mir gerade denke, okay. Sieht jetzt auch nicht gefährlicher aus als im Süden hier, direkt wenn ich reingehe an den Flusslauf. An den Valley of Death, wo ich ja mal sag. Naja. Kommt man eigentlich super durch. Naja, gut, wir werden uns die nächste Folge werden wir noch ein bisschen weiter nach Norden vordringen, dann in den Westen den Weg Richtung Westen suchen. Ach, ich bin jetzt im Norden. Okay. Genau. Das werden wir machen. Dann werden wir uns hier noch ein bisschen die ganze Insel angucken und dann auch mal wieder langsam Richtung Heimat gehen. Vielleicht werden wir noch ein bisschen. Vielleicht eine Höhle, wenn ich noch finde. Dass wir da dann noch was finden und vielleicht durchlaufen. Ja, wenn es euch gefallen hat, die Folge, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da und vielleicht was Nettes in die Kommentare. Würde ich mich sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Ciao.